Ja moin. Wir schreiben Sternzeit 20.22.0208. Wir haben, ich glaube 12 Uhr. Ich habe schon 15 Kilometer jetzt gemacht. Und zwar komme ich aus dieser Richtung da unten raus und werde jetzt hier weiterfahren. Da lang und dann hinten irgendwie durch die Täler durch. Meine Beine sind kaputt, meine Arme sind kaputt. Ich kann nicht mehr. Und ich fahre noch einen riesen Berg jetzt hoch. Vielleicht kriege ich diesmal das ja hin und kriege das mal so eingeblendet. Dann seht ihr mal diesen 1700 Meter Zipfelberg. Also am liebsten wäre ich noch mal auf dem Campingplatz geblieben. Und die wollten irgendwie 27 Euro pro Nacht. Und keine Ahnung, 27 Euro wofür, ey, für so einen Platz Wiese. Und da war nichts dabei. Meinem kleinen Fahrrad geht's ganz gut. Macht keine Probleme. Alles super toll. Das hat heute Nacht nur einfach so krass gewittert. Geblitzt, gedonnert und all so ein Gedöns. Ich habe meine Heringe verloren. Das kam nicht so gut. Ey, da habe ich schon wieder ganz schön neu mit dem Zelt gekuschelt. Wow! Muss mal irgendwie gucken, dass ich so ein paar Heringe aufgetrieben kriege. Aber ich bin definitiv ein Bergemensch. Ich fühle mich hier tausendmal wohler als am Strand da unten in der brühenden Hitze. Also. Ich werde jetzt versuchen, mit meinen schlappen Beinchen diesen total tollen Fahrradweg zu fahren. Und ich kann noch nicht erahnen, wann einfach dieser Mörderberg anfängt. Aber eigentlich bräuchte ich noch mal einen Tag Pause. Ja. Oh, vielleicht nehmen wir sogar ein Hotelzimmer. Chronischen Muskelkater, das kann doch auch nicht gut sein. Ich weiß gar nicht, was ich essen soll, wenn das weggeht. Ah! Ich glaube, hätte ich mir vor der Tour Steroide reingeballert, dann hätte ich jetzt Beine wie Arnold Schwarzenegger. E-Bike fahren ist auch anstrengend, glaubt mir das. Ja, und weiter geht die wilde Fahrt. Nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich mehr und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Oh, Schmiedi kann nicht mehr. Der ist kaputt. Da fährt der Zug gleich. Ich muss das nur irgendwie schaffen,
Bitte achten Sie auf Ihre Wertsachen und Vorsicht auf Taschendiebe. Für Informationen wenden Sie sich ausschließlich an das an der Uniform erkennbare Personal von Trenitalia. Da ist mein Fahrrad. Ich versuche jetzt hier erstmal ein Ticket zu kriegen. Ich muss auf jeden Fall weiterfahren. Die Berge hoch. Einfache Fahrt. Weiter. 15 Uhr hier. 7.20 Uhr. Und wir haben 14 Uhr. Eine Minute drauf. Jo. Was sagt die Uhr? Ja. Kurz vor 4 geht mein Zug. Deswegen werde ich jetzt hier noch. Oh, Scheiße. Wir müssen in meinen Joghurt schnuckern. Eine Stunde warten, anderthalb, wenn nicht noch mehr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Aber die Aussicht ist mal Bähne. Ich weiß nicht, wie ich die Zeit nutzen soll. Ich habe den ganzen Bahnhof abgesucht nach einer Steckdose zum Aufladen. Aber nichts gefunden. Und den Zug, den ich jetzt nehme, der spart mir 800 Höhenmeter. Von 1600, die ich heute machen soll. Ich werde jetzt den Zug nehmen. Dann werde ich da aussteigen und werde mir sofort irgendwas zum Chillen suchen. Und die restlichen 800 Höhenmeter werde ich morgen machen. Heute kriegen mich keine drei Esel und zwei Donkeys mehr. Irgendwie noch einen Kilometer gefahren. Ich brauche Pause. Ich habe jetzt ein Kilo Nüsse. Ich habe mir ein Kilo Nüsse gekauft. Vielleicht helfen die mir ein bisschen beim Fit werden. Sonst wird der Schmidt einfach gar nichts machen. Gar nichts. Deswegen wird wahrscheinlich auch das Video jetzt schon zu Ende sein. Ich werde noch kurz einfach ein bisschen Zug fahren, werde ich filmen. Und dann einmal ganz kurz. Ja, gar nichts. Boah, nee. Vielleicht schneide ich das auch gar nicht zusammen. Da krabbelt einfach regel durch den Zaun. Sind hier einfach über die Gleise gelaufen. Und jetzt laufen die durch den Zaun durch. So, Schmini wird jetzt erstmal eine Stunde ein Nickerchen halten. Wenn er da noch Bock hat, dann ölt er noch die Kette. Überlebt und alles. Der heftigste Scheiß, weil der Zug wieder nicht gefahren ist. Aber die Leute in Italien kommen Englisch.
das ist echt traurig. Egal, jetzt haben wir erstmal den Berg hoch. So, mal ein kurzes Update. Ich bin jetzt schon wieder auf 1700 Metern. Also die Sonne ist gleich hinter diesem Berg. Egal, man sieht's nicht. Auf jeden Fall habe ich gerade was entdeckt. Isst du die rote Pille? Bleibst du im Wunderland? Ich glaube, ich werde die gleich mal schnuckern. Und dann mal gucken, wie weit ich heute noch komme. Da sind jetzt noch ungefähr 10 Kilometer bis zur Eberglade-Station. Ja. Hier geht's immer noch nicht viel besser. Gar nicht. Heul, heul. Mimi. Aber es geht voran. Irgendwie geht das immer weiter. Auch schön. Zieht sich langsam zu. Da sind Wolken. Ich glaube, ich werde mal langsam mein Zelt aufbauen. Scheint wieder Gewitter zu geben. Also, dieser Stein da oben, der ist einfach mal 2540 Meter hoch. So, damit ihr ungefähr Bescheid wisst, wo ich mich schon wieder rumtreibe. Der ist auch gar nicht mal so klein. Aber der ist einfach heftig. Da muss ich jetzt irgendwie drum herum kommen, weil darüber, das schaffe ich nicht. Aha. Oh. Weiter geht's. Der Muskelkater hilft mir beim Trampeln. Attacke! Dann mit dem sonnigen Abschnitt. Jetzt wird gleich die Sonne hinterm Berg verschwinden. Verdammt! Holy shit! Boah, ich hab einfach mal wieder so eine krasse Gänsehaut. Das gibt es nicht. Selbst an den Beine. Wow! Ich bin schon wieder völlig am Ort, an dem ich überhaupt nicht sein sollte. Was geht denn da lang? Oh, hier wäre Abfahrt. Bis ins Tal. Oh, keine Ahnung. Mir wird auch langsam ein bisschen frisch. Ah, Rosinante hat mich schon wieder völlig an den Arsch der Welt gebracht. Erstmal einmal hier. Oh.
This is the way I have to go. And this is where I came from. Damn, da hinten sind ja auch noch geile Berge. Tschüss. Also, der Venedig-München-Radweg. Schockjüssel. Lecko Fani. Aber ich glaube nicht, dass hier oben irgendwo ein Campingplatz ist. Das ist so Hammer hier. Ich werde jetzt genießen. Da drin wohnen die Zwerge. Da bauen die Gold ab. Ah, scheiße. Ich muss ja auch durch den Tunnel. Eieiei. Und schon wieder so ein Tunnel. Ich werde mir so den Arsch abfrieren. Oh, ist das kalt. Wie leid das einfach hier in diesem Tunnel ist. Es geht gar nicht. Ich fahre jetzt hier über diese Holzbrücke und was die Leute euch nicht zeigen. Okay, das macht auf jeden Fall schon mal einen stabilen Eindruck hier. Wackelt nix, alles gut. Weiter geht's. Scheiße, noch 4 Kilometer bis zur Ladestation. Mein Akku hat jetzt noch 17%. Das schaffen wir, das schaffen wir. Keine Ahnung, was da stand. Immer weiter. Da oben soll eine E-Bike-Ladestation sein. Jetzt muss ich hier schön über die Wiese plästern. Führt nämlich keinen Weg drumherum. Eieieiei. Wenn das mal nicht Ärger mit dem Landgutbesitzer gibt. Schaffen wir schon, schaffen wir schon. Boden Nord zum Pennen, den brauche ich auch noch. Egal, erstmal mal Schaller machen. Boah. Wieder einer dieser seltsamen Dinger. Aber Eurostecker, wisst ihr? Dann wollen wir mal.
anfangen zu laden. Und es lädt. Ja. Nicht schlecht hier, nicht schlecht. Huch. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families. Also, nochmal vielen Dank an Komoot. Durch dich kann ich meine Reise am besten genießen. Du führst mich, wo immerhin ich auch will. Ja, und das Beste ist deine Funktion zum E-Bike-Ladestation finden. Ich habe bis jetzt alle angefahren, wo ich meinte, ich muss daran. Ich wurde gerade gestört von ewigen Trolleyfahrern. Also ich habe jede E-Bike-Ladestation, die ich angefahren habe, war offen. Der Komoot sagte auch an, alles klar, 24 Stunden geöffnet und hier und da. Aber es gibt sie wirklich, auch wenn sie mitten im Nirgends sind. My bad. Und jetzt werde ich hier erstmal schön gemütlich mein Kaffee Grande genießen, selbst gemacht. Ja, der Ausblick könnte besser sein. Viel zu viel Schirme im Weg.